So Leute, neuer Retro Friday. Friday, gotta get to Friday. So, ja, mit dem Spiel Dark Forces 2. Ein uraltes Relikt. Wir werden mal ein neues Spiel beginnen. Für Force with Film. Genau. Dann schauen wir uns das mal an. Na, schada. Die Dialoge sind zwar schön, aber ich muss Acht geben auf Copyright. Gucken wir mal. Aus den Jahren. Auf jeden Fall vor 2000. Lol. Vor den 2000er. Aber qualitativ. Qualitativ ist es denn echt davon echt gut. Wie sieht er denn aus, Alter? Was hat er denn. Okay. Lauf! Lauf! Tot. Kann ich dich einfach so ausplündern, oder? Oh. Wir haben auch noch gar keine Waffe, ne? Ich habe es früher selber nie gespielt, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich kenne es jetzt halt auch nur durch Jedi Academy und Jedi Outcast. Aber es muss auf, sowas muss auf jeden Fall mal nachholt werden, weil es ist echt ein gutes Spiel, ne? Seinerzeit echt gut. So. Ich habe es auch noch nie wirklich weit gespielt. Lol, cool, ich kann so Helligkeit erhöhen. Da mag ich nicht runtergehen. Kann ich auch irgendwie springen eventuell? Auf Rechtsklick. Mhm. Okay, da legt man auch die Sprungtaste hin. Oder auf X. Komm, hier muss es doch irgendeine Taste. Ich öffne die mit Leertaste, mit Space. Ist das euer Ernst? Hallo. Ich finde das so geil, wie die aussehen und laufen hier. Guck mal. Das sieht aber so billig aus. Aber so war es halt damals. Das war schon das Nonplusultra. Guck mal, wie er sich da einfach versteckt. Kann ich dich hier irgendwie runterschubsen? Ja, sehr geil. Er ist runtergeflogen. Wir haben übrigens auch eine Map. Map heißt Karte. Ich heiße Map. Warte, habe ich noch nie gespielt. Das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad her irgendwie überhaupt nicht schwer, finde ich. Voll gut. Das wird wahrscheinlich noch schwieriger. Ah. Ach, scheiße. Ah, oh, und das sind Items. Naja, ich habe auch auf Medium gestellt. Ich verstehe nicht, warum da unter Digi. Wahrscheinlich wegen der Mod, die ich habe. Nein! Hoch bitte. Hoch bitte. Oh! Dieser blöde Fahrstuhl, echt ohne. Wo kommst du denn her, bitte? WTF, Alter. Ah, hier geht's weiter. Dieses diese Energieleiste unten rechts und links. Die hat sich aber zu den anderen Spielen Nachkommen hat er sich überhaupt nicht verändert. Verstand, pass auf dich auf, Alter. Wenn ihr gerne einen Wunsch habt, was ihr so an Spielen aus vergangenen Zeiten
sehen möchtet, dann teilt mir das bitte gerne mal mit. Dann werde ich das befolgen. Was kommt denn da runter? Also ich spiele das ist sehr einfallsreich. In den Kopf. Hätte wahrscheinlich nur weiter runter gekonnt, aber ich gehe noch erstmal nach oben. Sehr verwinkelt auf jeden Fall. Okay, ich gehe erstmal hier in den roten Bereich. Ein Droide. Einfach mal die Zivilisten um. So, ich muss mich, glaube ich, beeilen. Ja, genau. Was macht er denn hier? Wo kommst du denn her? Hä? Da ist ja noch einer. Und damit hat man bestimmt ordentlich Spaß gehabt mit dem Spiel. Scheiße, meine Waffe ist leer. Vor allem, man konnte ja zu der damaligen Zeit auch mit dem Lichtschwert spielen bei Teil 2. Das ist ja Teil 2. Das war echt cool. Eine dreckige Waffe ist leer. Komm. Komm. Ist er tot? Jetzt. Will ich das wagen oder will ich es jetzt nicht wagen? Oh nein! Oh Gott. Aber ich kann nicht speichern? Ich speichere mal lieber. Speicherstand, hallo. Ich will mich darüber springen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt tot gehen. Nö, aber total unbegründet. Wahrscheinlich wäre ich für unten mal noch nicht tot gegangen. Da muss ich wahrscheinlich wieder hoch, wie ich das richtig verstehe. Ah, okay, kann ich ganz hoch. Das geht vom Schwierigkeitsgrad her, ist in Ordnung. Ich erinnere mich an Jedi Outcast. Da komme ich nicht mal bis Level 2 irgendwie, gefühlt. Geht voll in Ordnung hier. Hoffe, ich schaffe das heute noch zu rendern. Muss ich einfach runterspringen? Nee, wahrscheinlich nicht. Bin ich ja hergekommen. Darüber muss ich. Oh, ui, lol. Was für ein Kampf, Alter. Wenigstens irgendwie ein Level schaffen oder so. Alter. Schnell weg hier. Ich fahre erstmal hier hoch. Runter mit dir, los. Komm. Komm. Runter mit dir. Runter mit dir. Okay, wenn ich jetzt hier mich runterfahre. Ah, scheiße, falscher Knopf. Will mich nicht in den Tod fallen lassen. Alter, hier gibt es zigtausend Wege.
habe noch andere schöne Retro-Spiele auf Star Wars, die ich euch jeden Freitag zeigen kann. Da war doch gerade noch wer. Alter, ich habe nur noch 10 AP. Unbedingt neue Energie. Oh, scheiße, Entschuldigung. Hier ist noch ein Schalter. Ah, jetzt kann ich hier durch. Sehr gut. Aber schnell jetzt. Dann schließe ich die Tür gleich wieder. Ob ich das noch schaffe? Wie soll ich denn da hin, Alter? Ja, aber durchs Fenster oder was? Nö. Hier runter. WTF. Hä? Willst du mich verarschen? Ich verstehe, was ich machen muss. Ich muss auf Klo. Ich will diese Scheiße aufnehmen. Ey, Mano. Also ich muss das jetzt aufschieben. So, dann schließt sich hier, glaube ich, auch irgendeine Tür, wenn ich mich nicht täusche. Dauert ja ein bisschen, bis die halt wieder zugeht. Und dann vermute ich mal, muss ich hier gleich durchspringen. In Zeit. Ja, pass mal auf. So, jetzt muss ich mich beeilen. Schnell, schnell runter, 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 runter. Hier, das war falsch. Muss mich hier hin. Nö. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber... Ach doch, okay. Okay, okay, okay. Ich musste dringend pissen, Leute, ohne Spaß. Ich meine, ich kann die Scheiße auch rausschneiden, aber ich habe keine Lust. Oh, jetzt aber schnell, ey. Aber so für einen, so als Ersteindruck, denke ich mal, geht das auch vollkommen in Ordnung. Ich gehe gleich aufs Klo, dann kann ich ein bisschen weitermachen. Ah, ich verstehe. LOL. Wo soll ich denn da drauf springen, bitte? Naja, ist auch egal. Leute, das war Dark Forces 2. Bis hierhin habe ich es geschafft und vielleicht kommt der ja weiter. Nettes Retro-Spiel und lässt so ein bisschen die Nostalgie hervorbringen. Für seiner Zeit echt gut, grafisch und macht mega Fun.